Recht herzlich willkommen zur 65. Folge von Avalon. Ja, wir sind hier unterwegs. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wieder, ob ich durchs Tor bin oder nicht. Es erscheint mir eigentlich so, dass wir durchgeflogen sind, oder? Waren hier so viele Sachen? Können wir ja mal gerade reingucken, dann sehen wir das ja. Aber wahrscheinlich Lieferung Gold. Sollen wir irgendwo hinliefern? 50.000. Da ist noch eine Station Silizium. Ne, ich glaube, wir waren hier drin, die... Das ist bestimmt schon so, genau. Ich glaube, wir müssen noch durch das Tor durch. Jetzt ist das Tor weg, ne? Da ist es. Oder ist es... Ich muss gucken, ich weiß es nicht mehr genau. Werden wir gleich sehen, wie weit das ist. Und dann gucken wir mal da durch. Ich meine allerdings, dass das letzte nicht grün war, sondern... Oder ich habe eine falsche Folge zum Auffrischen geguckt. Kann natürlich auch sein, ne? Ich glaube, hier sind wir weggekommen, oder? Kann das sein? Schwierig, schwierig, schwierig. Gucken wir mal das Handelssystem an. 32 kaufen, 45 verkaufen. Das bringt ja so gut wie gar nichts. Was können wir hier verkaufen? Nix. Lohnt also nicht. Lass uns nochmal gerade durch das Tor durchtigern. Und da noch gucken, was da nachher war. Gut. Dann gucken wir da mal rein. Hier ist nichts zu handeln. Da ist auch nichts zu kaufen und verkaufen ist hier auch noch nichts. Hier gibt es Fusionsgeneratoren. Brauchten wir die nicht in dem anderen Sektor gerade? Aber hier kaufen wir die. Die brauchen hier welche, genau, das war dann so. Da gab es auch eine Dingens. Sag schon. Ja, eine Quest zu, oder wie soll man das nennen? Auf jeden Fall sind wir definitiv da durchgeflogen gewesen, weil wir mussten nach hier, genau. Das heißt, da ist richtig. Das heißt, wenn das Südwesttor ist, dann sind wir da doch letztes Mal noch nicht durchgeflogen und fliegen da jetzt durch und sind dann richtig. Ich erinnere mich. So, jetzt müssen wir hier noch nach den Fusionsreaktoren mal gucken. Ob es die vielleicht hier gibt. Nee, leider nicht. Verkaufen haben wir ja schon geguckt. Ich habe was mit, aber das wollen die alle nicht haben, ne? So, jetzt ist noch die Frage, was das Solarkraftwerk möchte als Quest. Lieferung Energiezellen soll man irgendwo hin noch liefern, ne? Aber das ist es definitiv auch nicht. Hier haben wir noch eine Bergbaustation, Edelmetallmine. Gucken wir da schnell rein. Gold irgendwo hin liefern, das wird uns 46.000 bringen, ist jetzt nicht so lukrativ. Ja, lass mal F9 hier gucken. Gibt es noch mehr? Ja, da gibt es noch eine Station. Solarkraftwerk. Das war die falsche Taste, die ich gerade gemacht habe. Auch Energiezellen. War das dann doch das Kraftwerk, was ich schon ausgesucht hatte? Nee, das waren zwei. Das war auch eins, okay. Das bedeutet, wir werden mal in dieses Tor, Nordosttor, nehmen. Ne, ich will keinen. Dann hat er das ausgewählt, wo ich gerade drauf bin. Genau, das ist das Süd-Südwest-Tor. Dann nehmen wir das mal und fliegen da mal hin. Was wir nicht geguckt haben, ob hier jetzt so ein toller Asteroid drin ist oder so. Hier gibt es ja genug Felder, ne? Gucken wir mal durch. Ne, das sind aber auch keine. Gut, dann weiter dahin. Weiter durch das Tor. Unser Schiff ist immer noch nicht so dolle, ne? Wir haben es zwar schon verbessert, aber Drehgeschwindigkeit und sowas lässt echt zu wünschen über, ne? Hier ist nur eine Verzweigung, ne? Genau. Das Tor. Wo ist das andere? Da hinten.
Dann fliegen wir doch da mal hin, dass wir dann weit kommen, nochmal verzweigen und dann schauen wir. Nix im Sektor hier. Tote Hose. Tor nach Deep Markle 2. Gucken wir da mal rein, ne? In Deep Markle 2. Miracle. Nicht. Gut, was sagt's hier? Wieder ein Verzweig. Nee, Sackgasse. Hier ist gar nichts los. Da gibt's aber noch was Interessantes. Und deswegen fliegen wir da noch hin. Schauen wir, was da gibt. Computer berechnet, Computer ist fertig und wir springen hin. Und hier ist der Bär los, ne? Asteroiden, zwei Stationen und ja. Auf jeden Fall now we need, ne? Wer ist das da? Eine Fregatte? Ist das ein Händler oder was? Ne, ist auch eine Fregatte. Ah, da ist es. Ein Ressourcendepot. Und wo ist das nächste? Eins brauchen wir noch. Nützt mal nix. Ach doch, da unten ist der Handelsposten, alles klar. Lass mal gerade gucken, ob es hier was zum Handeln gibt. Antigraf-Generatoren gibt's hier. Sonst nix und was wird verkauft. Nix, was wir haben, ne? Gut, okay. Das bedeutet Karte. Und dann springen wir zu dem Ort noch hin, weil da ist auch noch so ein grüner Blip. Gucken, was es da gibt. Zack. Ja, noch ein voller Sektor. Drei Schiffe gibt es hier aber nur und 1678 Asteroiden. Und mir kommt es vor, als ob hier irgendwo dann doch ein Asteroid ist. Oh, da ist ein Händler. Mobile Merchant. Was hat der denn hier zu bieten? Güter handeln. Ja, gut. So. Der hat jetzt das, ne? Schnaps. Fahrzeug. Lasermodular haben wir ja. Anstation verkaufen. Es ist die Frage, wie ist der Preis für Lasermodulatoren bei ihm? Lasermodulatoren gibt es ein bisschen was für plus. Wenn das der Preis von ihm ist, ist die nächste Frage, ne? Lass uns mal gerade. Achso, da müssen wir erst Dingens wechseln. Bauteil wechseln. Gut. Einmal rauszoomen. Aber hier gibt es laut unserem System. Dem Check nix. Ja, dann lass es mal so drin, ne? Karte. Hier ist auch noch was nebenan. Dann nehmen wir die Koordinaten mal rein. Fliegen da noch hin.
Gucken, dass wir das dann erreichen. Ein Sprung da ein. Und dann gucken wir da mal rein. Hier gibt es natürlich auch ganz normale Karte. Keine Station, aber ganz viele Steine. Wenn ich jetzt hier irgendwo einen mal sehen würde. Aber das ist schwierig hier, ne? Wird keiner angezeigt, ne? Kann ich so einen entdecken? Es war auch wirklich keiner jetzt dazwischen, ne? Außer der, ne? Das ist nämlich einer, ne? Und unser tolles Ding zeigt das nicht an, also das ist ganz in die Tonne treten. Detektor. Ja, dann fliegen wir da mal hin, oder? Claimen wir den. Macht ja Sinn. Wo sind wir hier eigentlich, so eine Ecke? Das ist ja ziemlich ruhig hier, ne? Ja, da ist er. So, interagieren, einnehmen. Aber mir stellt sich gerade die Frage, ob wir hier überhaupt das unbedingt einnehmen wollen, ne? Also verkaufen wollen. Wir können ja nochmal interagieren jetzt. Wir können eine Mine gründen, die wir nicht bezahlen können, weil 6 Millionen Minimum. Eine Edelmetallmine gibt es hier in fünffacher Ausführung. Ja. Oder verkaufen halt, ne? Und da kriegen wir 112.000. Das ist in meinen Augen nichts. Und ich denke, hier ist schon eine gute Ecke, ne? Weil hier ist noch nichts. Hier kann man richtig was bauen. Lass uns mal hier eine Notiz hinmachen für einen Asteroid. Okay, dann haben wir unsere Informationen da hinzugefügt. Hier ist ja auch so ein Ding schon, ne? Da steht nur Asteroid. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das jetzt da was gemacht habe oder nicht. Wäre nicht weit weg, ne? Dann haben wir das direkt beieinander. So, jetzt gucken wir nach dem Blip da noch. Der ist ja auch um die Ecke. Da muss ich... Ach, ist schon sozusagen die Richtung. Und dann fliegen wir da noch hin. Computer berechnet und Computer ist fertig. Ach, hier ist eine Abwrackstation. Ja. Da fliegt auch noch einer lang. Wer ist das? Eine Fregatte. Gut, dann haben wir das auch schon geklärt. Dann würde ich sagen, springen wir hier hin und gucken dann da weiter. Ja. Müssen wir uns noch gerade umdrehen für, ne? Und dann geht die Reise los.
Ja, da müssen wir wieder ein Sprungtor aussuchen, was nach West-Nordwest geht. Das ist es auch. Und da müssen wir dann durch, ne? Würde ich sagen. Warte mal. Das mal, wir sind ja, obwohl hier waren wir schon, ne? Kennen wir uns aus. Was ist das für ein Tor? Nach Osten dann, ne? Ost-Nordost. West-Nordwest. Gut, dann lässt das nehmen und wir fliegen da noch gerade durch. Und gucken uns da nochmal um. Oh, jetzt ist die Batterie alle. Na dann. Quälen wir uns jetzt voran, ne? Haben wir noch bestimmt ein Update oder sowas? Warte, P. Das haben wir auch nicht eingebaut, ne? Schildbooster. Hier ist das eine. Ach, wir haben doch eins drin da. Müsste man so machen, ne? Dann hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Saft. Gut. Ne, geht jetzt noch nicht. Aber jetzt. Gut, einmal durch. Ja. Hier ist wieder richtig was los. Ganz viele Schiffe, ganz viele Stationen. Milchproduktion. 6 Stationen insgesamt. 290 Asteroiden. Ja, und auf jeden Fall werden wir das in der nächsten Folge dann entdecken, was hier so noch los ist, denke ich mal. Das lassen wir erstmal so stehen. Dann sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.